Grenze zu Polen. Die Bundespolizei hat in Sachsen 24 irakische Migranten in Gewahrsam genommen. Die Gruppe wurde in einem Transporter aus Polen über die Grenze geschleust. Die Bundespolizei hat in Sachsen 24 illegal eingeschleuste Iraker in Gewahrsam genommen. Die 20 Frauen und Männer sowie 4 Kinder wurden am Donnerstagabend offenbar mit einem Transporter aus Polen über die Grenze gebracht, wie die Bundespolizei Ludwigsdorf am Freitag mitteilte. Die Iraker wurden nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Rietschen aufgegriffen. Von dem Schleuserfahrzeug fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Hubschrauber ein. Das Rote Kreuz unterstützte die Polizei bei der Versorgung und Verpflegung der Gruppe. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.